Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill. Und heute heißt es Würsten, und zwar fränkische Bratwürste zubereiten nach Metzger Waschels Geheimrezeptur. Wer der Metzger Waschel ist, ja, und wie das Wursten letztendlich gelingt, das zeige ich euch jetzt. Wundert euch nicht, wir machen jetzt einen Sprung in die Oberpfalz zu meinen Eltern in die Küche, weil dort habe ich die fränkischen Bratwürste zubereitet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Wer selber Wurst machen will zu Hause, der braucht folgende Zutaten und Utensilien. Hier haben wir die Gewürze, dann braucht man einen ordentlichen Fleischwolf und einen Wurstbefüller. Da gibt es verschiedene Modelle. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der Darm und letztendlich das Fleisch. Der Darm ist noch im Kühlschrank und das Fleisch, das werden wir jetzt zuerst mal unten zerlegen. Da hilft mir mein Papa. Wir haben uns ein halbes Schwein besorgt und hier ist der Papa gerade dabei, das Schwein zu zerlegen. Er entfernt die hintere Haxe. Wir haben uns vorgenommen, 10 Kilo von dieser Sauhälfte zu verwursten. Man benötigt für die fränkische Bratwurst 60% Fleisch aus der Schulter oder ein Schweinehals und 40% Schweinebauch. Der darf ruhig gut durchwachsen sein, weil wir brauchen auch einen gewissen Fettanteil in der Bratwurst, weil Fett ist ja Geschmacksträger und das Fett macht die Wurst noch leckerer. Also die muss schon auch sein. Die Schwarte muss man natürlich noch abziehen, bevor das Fleisch dann gewürzt und gewolft werden kann. Und mit dem anderen Fleisch, wir verwursten ja nicht die halbe Sau, die ganze halbe Sau, da lasse ich mir noch was ganz Besonderes einfallen. Seid also gespannt, unbedingt den Kanal abonnieren. Das Fleisch ist soweit ausgelöst, es wartet im Keller, weil im Keller ist schön kühl, da bleibt es dann auch schön frisch. Und wir werden auch das Wolfen in den Keller verlegen. Genau. Und jetzt schauen wir uns einmal die Geheimgewürzmischung vom Metzger Waschel an. Ja, wer ist denn der Metzger Waschel? Der Metzger Waschel ist ein lieber Zuschauer von unserem Kanal, der Robert. Das ist ein Metzgermeister, der ist jetzt in Rente, der kommt aus Nürnberg und der kennt sich natürlich mit fränkischer Bratwurst besonders gut aus. Und jetzt schauen wir mal, werfen wir mal einen Blick über die Gewürze. So, dann haben wir hier einen Zitronenabrieb, der ist getrocknet. Des Weiteren Muskatblüte und Muskat. Wir haben Selleriesalz, Majoran, Salz, schwarzen Pfeffer und Ingwerpulver. Ihr findet die genauen Mengenangaben unterm Video in der Infobox pro Kilo. Und jetzt gehe ich runter und dann werde ich mal diese Gewürzmischung natürlich in ein verschließbares Gefäß erstmal füllen, gut durchmischen und das Fleisch damit würzen. Und dann geht es weiter im Programm. Vorher muss das Fleisch natürlich noch in wolfgerechte Stücke geschnitten werden. Auch der Bauch, der Schweinebauch liegt noch da. Der muss auch noch klein geschnitten werden, zumindest ein Teil davon. Und die Schwarte natürlich gelöst werden. Und dann können wir das Fleisch würzen und wolfen. Jetzt ist es an der Zeit zu wolfen. Hier steht schon mein Fleischwolf, den verlinke ich euch mal unterhalb des Videos in der Infobox. Wer keinen Fleischwolf hat, der hat vielleicht den Metzger des Vertrauens und kann den bitten, das Fleisch zu wolfen, dann muss man halt hinterher würzen. Ich nehme hier eine 4 mm bis 4,5 mm dicke Lochscheibe, ja? Und jetzt legen wir mal los, jetzt schmeiße ich mal den Fleischwolf an und dann werde ich immer abwechselnd Bauchfleisch, das ein bisschen fettiger ist, und das magere hier durch, ja, wolfen. Gut. Achtung, laut! Musik
Auch der Darm muss noch vorbereitet werden. Der liegt in Salzlake ein. Und diese Salzlake, die gieße ich ab und gebe dann den Darm in lauwarmes Wasser hinein. Und zwar eine halbe Stunde vorher, damit er quellen kann. So lässt er sich leichter verarbeiten und außerdem nimmt dieser Vorgang den Salzgeschmack ein bisschen heraus, damit die Würste nicht zu salzig schmecken. Das Fleisch ist gewolft, die Hälfte davon liegt noch im Keller oder steht noch im Keller, damit es einfach kühl bleibt. Ja? Der Darm ist ebenfalls bereit und hier haben wir den Wurstbefüller. Ich verlinke euch mal mein Modell unter dem Video in der Infobox und den werden wir jetzt befüllen. Also hier ganz einfach das herauskippen und dann werden wir den einfach befüllen. So. So, ich mache gerade den Befüllstutzen ein bisschen feucht und auch die Unterlage, damit die Würste hier noch schön hier drauf rutschen können. Und jetzt habe ich das Fleisch, das Wurstbrät, schon bis zum Anschlag runtergedrückt durch den Befüllstutzen. Und jetzt wird der Darm hier, der gewässerte Darm vom Kaliber 20-22 hier aufgestülpt. So, vorsichtig. So, ich habe das Ende vom Darm verknotet und der Papa, der kurbelt schon. Und jetzt werden wir den Darm befüllen. Ja, das muss man ein bisschen ins Gefühl bekommen. Ja. Ein bisschen. Ja. Da brauchen wir jetzt so einen guten Rhythmus. Gell? Da darf schon ein bisschen mehr. Gut. Mehr. Besser. Ein bisschen fester kurbeln. Ja. Ein bisschen fester. Ein bisschen gleichmäßiger. Genau, also den Darm auch nicht zu streng befüllen ist wichtig, damit man die Würste dann hier noch gut abdrehen kann und damit der Darm nicht reißt und vor allem, dass die Würste auch nicht, dass der Darm nicht zu fest befüllt ist, damit sie auch beim Grillen oder Braten nicht gleich platzen. Jetzt haben wir ein bisschen den Rhythmus verloren, macht aber nichts, weiter geht's. So, der Darm ist jetzt schon befüllt und ich werde jetzt mal zum ersten Mal hier schon die Würste abdrehen, sozusagen. Da schnappt ihr euch immer, ja, wie groß, wie lang ist denn das? 10 cm ungefähr. Gell? Also 10 cm und dann nach vorne drehen. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man hier jede zweite abdreht und dann muss man einmal nach vorne drehen, das ist jetzt eine kleinere Wand, und einmal dann nach hinten. Ja, diese Möglichkeit gibt es auch. Zack, 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 nach hinten. Ich bin natürlich jetzt nicht so geübt wie der Metzger Waschel, aber vielleicht kommt das noch mit der Zeit. Und da muss man sich auch merken, wie habe ich vorher gedreht. Aha. Ja, mir gefällt diese Methode in die gleiche Richtung am besten. Das ist für mich am einfachsten. So, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Wird nochmal ein kleines Würstchen. Oh, hier ist noch was, aber das presse ich raus. Also, das sind jetzt meine ersten. Meine ersten fränkischen Bratwürste. Ich hoffe, Metzger Waschel, du findest sie gut. Ich glaube, das wird jetzt mit jedem Mal besser. Mit jedem Mal wird es besser. Schaut euch mal diese schöne Würstchenkette an. Ich mache jetzt mal hier so weiter und blende euch einfach noch ein paar Eindrücke vom Wursten ein.
So, ich habe die Bratwürste jetzt schön eingeschweißt, damit man sie einfrieren kann und damit man das ganze Jahr über, vor allem wenn jetzt die warme Jahreszeit beginnt, dass man da schön immer was zum Grillen auf Vorrat hat. Ist doch wunderbar. Und hier liegt ein Päckchen, das ist aufgetaut. Und das werde ich jetzt mit euch aufschneiden. Dann schauen wir uns gleich mal an, ob sich dieses Einschweißen überhaupt gut macht. Weil ich habe schon die Befürchtung, dass sich ja, die Form ist ein bisschen verloren gegangen. Aha, ja. So, aber die sehen schon gut aus. Das waren jetzt nur die am Rand. So, wenn wir die mal auspacken hier. So, jetzt sind sie wieder in Form. Beim nächsten Mal werde ich sie wahrscheinlich nur in eine Tüte reinlegen und einfrieren, weil das Einschweißen, ja, das ist nicht ganz so ideal, aber es ist trotzdem möglich. Gut, der Grill ist jetzt auf mittlere Temperatur vorgeheizt. Ihr seht jetzt hier verschiedene Längen. Also das ist einfach passiert. Ja, man hat ein bisschen rumprobiert. Vielleicht mal die längere Variante könnte ich mir beim nächsten Mal sogar noch besser vorstellen, ja, als die kleinen. Oder Kameramann, was bevorzugst du? Mir egal, ich bin beleidigt. Warum? Weil du mich nicht mitgenommen hast zum Wursten. Ja, das war fies, gell? Da mussten meine Eltern dann ran an die Kamera. Aber ich hoffe, sie haben es gut gemacht und ja, das Video gefällt euch. So, und jetzt schauen wir uns einmal das Ergebnis an, beziehungsweise jetzt legen wir unsere fränkischen Bratwürste mal auf den Grill. Wie gesagt, mittlere Hitze. Natürlich direkt die kleinen da. So, da legen wir mal schön auf. So, die ersten sind verzehrfertig. Und jetzt nehme ich mir mal eine kurze und eine lange und dann wird probiert. So. Ein Mittelschnitt, oder? Kameramann, magst du sicher auch probieren? Nein, ich bin immer noch beleidigt. Bitte, jetzt hör auf. Also die sehen super aus. So jetzt nach dem Einschweißen haben sie doch wieder schöne... Die brauchen wir schöne, gar nicht schneiden. Die brauchen wir nicht schneiden. Nein. Oh. Also diese Gewürzmischung ist wirklich herrlich. Vielen Dank, lieber Metzger Waschel, dass du uns an deinem Geheimrezept teilhaben lässt. Ja, und jetzt könnt ihr Zuschauer natürlich auch alle in den Genuss von den wunderbar schmeckenden fränkischen Bratwürsten nach dem Geheimrezept von Metzger Waschel kommen. Also ich empfehle euch, die mal nachzumachen. Das Wursten macht richtig Spaß und man wird dann zum Schluss am Ende des Tages belohnt mit so tollen Würsten. Also, wenn man dabei sein darf. Ja, beim nächsten Mal wieder Kameramann. Gell? So, und jetzt hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Blendet euch noch was zum Abonnieren ein. Abonniert den Kanal kostenlos, aktiviert die Glocke und seid beim nächsten Mal wieder dabei. So, Kameramann, was gibt es jetzt bei uns? Kartoffelsalat gibt es? Ich bin beleidigt. Bist immer noch beleidigt. Alles klar, einen schönen Senf dazu. Also, macht es gut, liebe Zuschauer. Herrlich.